Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Es gibt drei Kategorien von Mühe. Verbotene Mühe, erlaubte Mühe und gewünschte Mühe. Also in dieser Welt muss man für alles Mühe geben. Wenn etwas hat nicht funktioniert, liegt das dran, dass hat man nicht die richtige Mühe oder überhaupt keine Mühe gegeben. Es kann an zwei liegen, oder an die richtige oder an die Mühe. Aber an einer von beiden liegt das. Was heißt verbotene Mühe? Was heißt erlaubte Mühe? Und was heißt gewünschte Mühe? Der Ewige, der Ewige führt die Welt in zwei Wegen. Natur und Wunder. Gibt es Naturgesetze? Und es gibt Wundergesetze über die Naturgesetze. Was ist Natur? Natur ist das, was der Mensch sieht, regelmäßig, immer, kontinuierlich, dauerhaft, regelmäßig, jeden Tag. Er ist gewohnt, das nennt er als Natur. Die Sonne ist Natur, die Sterne ist Natur, meine Augen sind Natur, Wasser ist Natur. Die Erde ist Natur, so sieht der Mensch alles Natur. Wenn etwas ist unnatürlich, übernatürlich, ein Esel spricht von Bilam, ups, Wunder, Wasser spaltet sich auf zwei und alle gehen in die Mitte, Wunder. Also, wie definieren wir Natur? Natur ist etwas, was wir sehen regelmäßig jeden Tag unser Leben. Natur ist etwas, was passiert bestimmten Zeit, bestimmten Ort, bestimmten Mensch über die Natur. Wenn die Sonne scheint jeden Tag, das ist Natur. Aber wenn die Sonne bleibt ohne zu bewegen, so wie bei Joshua in Gibeon, das ist ein Wunder. Weil normalerweise die Sonne scheint weiter. In dem Moment, wo sie steht, das nennt man für ewig Wunder. Wir sind gewohnt in dieser Welt, dass alles hat eine Nummer 1, der hat gebracht Nummer 2. Zum Beispiel, ich bin satt, weil ich habe gegessen. Es ist mir warm, weil ich habe warme Kleider. Also wir machen in unserem Leben immer Ergebnisse. Wenn die Sache so passiert, das ist ein Beweis, das war etwas früher, das hat dazu gebracht. Ohne dem wird nichts passieren. Und so, wir sind so weit mit dieser Natur, dass wir sagen, das ist Essen, das macht satt. Das sind Kleider, die machen warm. Und die ganze Welt ist voll mit Forschern und Wissenschaftlern. Und was ist ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe ist zu sehen, wie geht diese Ordnung. Dieses Symptom hat diese Ursache. Nummer 2 kommt wegen Nummer 1. Nummer 4 kommt wegen Nummer 3. Nummer 2 und Nummer 1. Also alle in dieser Welt, alles was man forscht, ist, wenn man macht so und so, passiert so und so. Und diesen Einfluss von dieser Welt in die Natur beeinflusst unser Leben in unserem Alltag. Wenn ein Kind hat Fieber, was sagen wir sofort? Fenster war offen. Jemand hat ihn angesteckt in die Schule. Es ist ein Virus jetzt. Virus, haben Sie gehört? Es ist ein Virus. Alle haben gehört, plötzlich. Virus, da gibt es Grund. Es ist nicht einfach Fieber, es gibt einen Grund. Was glaubst du? Und nicht nur das, dass auch wenn der Mensch ist gestorben, was ist die erste Frage? Von was ist er gestorben?
Und da sagen die Leute, er war krank. Was hat er gehabt? Das und das. Wo genau? Wo hat er gehabt diese Krankheit? Ah, dort. Klar. Wenn dort ist die Krankheit, klar, dass er ist gestorben. Warum ist er gestorben, wissen Sie? Weil dort war die Krankheit. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo diesen Naturgesetzen überzeugen uns. Weil wir bleiben in diesem natürlichen Rahmen. Aber nach der Torah, das ist überhaupt nicht Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es gibt eine, er ist der Grund aller Gründe und die Ursache für alle Ursachen. Das ist derjenige im Himmel, der liebe Gott, der jeden Tag schöpft seine Welt neue. Neue, komplett, jede Minute, jede Sekunde behält er diese Welt wie eine Trampolina von Kindern. Trampolinta von Kindern, es ist voll Luft. Und was ist ein Mensch? Ein Luftballon. Ein kleiner Nadel, pst, fällt er runter, es ist nicht mehr da. Aber wenn er ist gewohnt, immer zu sehen, alles natürlich, regelmäßig, jeden Tag ist er überzeugt, oh, ich bin da. Sie wissen, wie lange will ich leben? Ungefähr 730 Jahre. Ein Mensch lebt in dieser Welt mit Überzeugung, dass er wird ewig leben. Und er kann sein 92 in Friedhof, in einer Beerdigung von seinem besten Freund und der andere ist tot und er glaubt in sich, ich werde lang leben. Lang leben. Für ewig. Schauen wir bitte Zitat 3. Bitte schön. Der Erde und den darauf Wohnenden in Barmherzigkeit Licht spendet, der in seiner Güte immer jeden Tag das Schöpfungswerk erneuert. Wie groß sind deine Werke, Ewiger? Sie alle hast du in Weisheit gemacht. Voll ist die Erde von deiner Güte. Also, die Welt wurde geschafft vor 5774 Jahren. Und seitdem Hauch von der Ewigster jede Minute belebt die Welt. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, alles wird durch sein Wort. Werde er nicht mehr die Welt Energie geben, das ist genauso wie die Seele ist raus vom Körper. Und nicht die Krankheit hat die Mensch getötet. Die Seele ist weg. Und wieso die Seele ist weg? Weil derjenige, der zuständig auf die Seele, er hat sie rausgenommen. Und wieso ist er, hat er sie rausgenommen? Weil es war seine Entscheidung, dass der Mensch hat seine Aufgabe, seine Mühe, sein Talent in dieser Welt ist zu Ende, ist vorbei. Also, wir leben hier in dieser Welt, in einer Welt, wo der Mensch glaubt an die Quadrat von Natur. Und er sagt, wenn ich werde mich nicht anstrengen genug, da kann ich nicht erfolgreich sein. Wie soll ein Mensch prüfen, ob er glaubt an ihn oder er glaubt an sich? Wie soll er das prüfen? Nummer eins, gibt es zwei Prüfen. Eine vorher und eine nachher. Es können viele Leute sagen, ich bin gläubig, ich glaube an Gott, dass er die Welt regiert. Aber gibt es jetzt zwei Testen zu prüfen, ob ich bin gläubig oder nicht? Wenn ein Mensch seine Mühe ist gebunden mit Stress an das, was er tut, Einzelheiten, Detail, Einzelheiten von Einzelheiten, er ist so bedrückt, die Sachen so zu machen, 100%, weil er glaubt, es liegt nur an ihm, das ist das erste Beweis, dass er glaubt nicht, dass noch etwas ist im Spiel. Er glaubt nur, er ist im Spiel. Also sagt dem Gott, du glaubst 100%, dass du bist im Spiel. Bitteschön, mach dir dem 100. Mach alle 100 alleine, alles. Mach die ganzen 100% alleine. Du bist realistisch, du glaubst an nichts. Mach bitteschön 100% alles alleine.
ich bin raus vom Spiel. Aber wenn es funktioniert nicht, du sollst bitte nicht anwenden, wenn es nicht mehr geht. Weil du glaubst, 100% liegt an dir. Und in dem Moment, wo ein Mensch versucht, an die Detail alles zu machen, er überlegt sich die ganze Zeit. Und die Sachen, du sollst anstrengen, bemühen, reicht's. Du sollst denken in dieser Welt wie ein Beamter, nicht wie ein Selbstständiger. Du bist Beamter und Gott ist dein Besitzer. Was macht ein Beamter? Ein Beamter macht das, was er braucht. Er macht das, was man erwartet von ihm zu tun. Er legt nicht noch rein, noch zusätzlichen Stress, was man nicht braucht. Aber in dem Moment, wo ein Mensch glaubt, er ist selbstständig, es liegt alles an ihm, da glaubt er, er muss sich bemühen, Maximum. Das ist die erste Prüfung. Ich gebe ein Beispiel. Eine Firma will machen Werbung für irgendeinen Stoff. Sie macht sich Mühe. Gut, sollen sie machen Mühe. Aber warten so viel und streiten und so viel Stress. Wer sagt dir, dass dieses Wort ist der richtige? Vielleicht in einer Woche die ganze Welt sucht ein anderes Wort. Vielleicht die ganze Welt interessiert sich jetzt über eine andere Sache. Du sollst dich anstrengen, bemühen, machen die Sachen normal und Gott wird helfen. Also das ist die erste Prüfung. Die zweite Prüfung ist danach. Danach bedeutet, wenn ein Mensch hat etwas versäumt, sagt er, ah, siehst du, ich habe nicht angerufen. Ich konnte bewerben. Ich konnte noch anrufen. Ich konnte noch etwas tun. Es liegt an mir. Es liegt 100% an mir. Hast du gehört, gibt es ein Angebot, billige Karte nach Berlin. Wirklich? Ich mache das, ich brauche. Bis er geht, er sieht, die Angebot ist vorbei. Eieiei, wo war ich? Ich habe es versäumt. Es gibt Leute, die kommen immer zu spät zu jedem Schnäppchen. Zu jedem Angebot. Und sie glauben, eieiei, es liegt an mir. Sagt uns die Tora, es gibt zwei Prüfungen, zu wissen, dass es liegt nicht an dir. Eine vorher und eine nachher. Eine vorher, wie stark machst du deine Mühe? Nachher, wie beißt du deinen Hut vom Schmerz, dass du glaubst, du hast etwas versäumt in deinem Leben. Du hast was versäumt, du hast nichts versäumt. Es ist passiert genau so, wie es passieren soll. Zum Beispiel, ein großer Lehrer in Israel, Rabbi Rafael Euerbach, hat erzählt, er war sehr krank in Kardiologie in Israel. Und er hat getroffen einen Arzt. Und diesen Arzt hat ihm einen sehr guten Eindruck gemacht. Und er hat gesagt, du bist mein Kardiolog, du wirst mich retten. Obwohl waren bessere Ärzte. Und er hat ihn gerettet. Und wieso? Weil ein Mensch glaubt, dieses Talent, das ist das, das ist jetzt der Richtige. Was heißt das? Als Adam war in Gan Eden, er hat doch geschlafen. Gott hat ihm alles gezeigt, was richtig und was nicht richtig. Das heißt, im Prinzip in uns gibt es zwei Teile. Das, was wir wissen, ist richtig. Und das, was wir müssen, noch einmal überprüfen, ob das ist richtig oder nicht. Manchmal ein Mann trifft sich mit einer Frau und er sagt, Seze, das ist das. Woher weißt du? Hast du geprüft? Nein, aber er spürt. Manchmal beim Arzt sagst du, ja, das ist der Arzt. Wieso? Was kannst du erklären? Nicht. Um das zu erklären, wir werden weiter lernen und Gott wird uns helfen, die Idee weiterzubringen. Weiter, Zitat 1, bitteschön, wenn Sie möchten. Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, alle Geschöpfe erschaffen hat und sie leitet, nur er alleine alle Werke vollbrachte, vollbringt und vollbringen wird. Also, alles, was passiert in dieser Welt, ich glaube mit voller Überzeugung, dass alles, Hashem hat das gemacht. Alles, was passiert in dieser Welt, das ist in seine Hände. Nur er hat das so extra gemacht, dass der Mensch zweifelt.
Hätte er gezeigt, der Mensch die ganze Zeit Wunder, war das keine freie Wahl. Der Mensch hat freie Wahl, zu glauben, es liegt an seinem Talent oder an seiner Mühe. Was heißt das? Um das zu erklären, brauche ich heute ein bisschen tieferes Thema erklären. Und ich habe eine Bitte an euch. Falls ist etwas heute nicht klar, sollt ihr fragen, weil die Sache muss heute klar sitzen im Kopf. In unserer Parasha, in unserem Wochenabschnitt, kommt ein Begriff. Dieser Begriff heißt Chacham Lev, Weise im Herzen. Chacham Lev. Chacham ist Weise, Lev ist im Herz. Jetzt stellt sich die Frage, wo ist Weisheit? Ist Weisheit im Herzen oder im Kopf? Im Kopf. Denn wieso sagt man Weisheit im Herzen? Wieso sagt die Tora, dass Bezalel, Oliav, die klugen Frauen, haben Chochma im Herzen? Um das zu verstehen, müssen wir verstehen, was heißt Weisheit. Wenn ein Mensch weiß sehr viel, ist er weise? Nein. Was ist er? Klug. Wissen? Intelligent. Wissen. Wenn ein Mensch weiß viel, was ist er? Ein Wissen. In die Kabbalah nennt man ein Wissen, ein Esel, der Bücher trägt. Wo trägt er die Bücher? Im Kopf. Einer trägt sie im Regal. Der hat sich Mühe gegeben und er hat sie alles gelernt. Jetzt, die sind nicht mehr im Regal. Respekt. Die sind in seinem Kopf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist ein weiser Mensch? Weiser Mensch ist einer, der hat genau das gelernt, das, was er lernen soll, weil das passt ihm zu lernen und das kommt in sein Herzen und in sein Blut und er tut das, was Richtige für ihn zu lernen. Jetzt kommt die Kabbalah und sie sagt etwas grandios. 90% aller frustrierten, unglücklichen Menschen in dieser Welt, die sind diejenigen, die machen Mühe, die nicht verbunden mit ihrem Talent. Ich wiederhole. 90% aller Menschen, die in dieser Welt unglücklich von das, was sie machen, das sind Menschen, die machen große Mühe, aber nicht an ihrem Talent. Welches Talent? Talent von Gesellschaft, Talent von ihren Eltern, Talent, was sie glauben, Talent von Geld verdienen, Talent, Schmalent, alles wunderbar. Sagt uns die Tora, wenn ein Mensch hat Weisheit in sein Herzen, bekommt er auch Weisheit in sein Kopf. Ich erkläre das noch ein bisschen. Ohne himmlischen Talent, du wirst nicht Mühe erfolgreich haben. Ich gebe ein grobes Beispiel. Wenn ein Mensch hat keine Beine und er gibt sich Mühe, er kann rennen in Marathon, ja oder nein? Nein. Wieso? Er hat große Wille, große Mühe. Wieso kann er nicht rennen im Marathon? Er hat keine Beine. Behinderung im Körper versteht jeder. Behinderung in die Seele will niemand zugeben. Sag die Kabbalah, du sollst wissen, genauso wie der Körper hat Vorteile und Nachteile, deine Seele hat auch Vorteile und Nachteile. Es gibt Menschen, seltene, die können lernen 300 Unterricht Auto fahren, aber die sind nicht fähig, Auto zu fahren. Es liegt nicht an die Mühe. Die können Mühe geben, wie viel sie wollen. Jetzt, an wem liegt das? Es liegt an die Älteren, es liegt an dem Lehrer und es liegt an dem Mensch selbst. Das heißt so, ich gebe ein Beispiel, soll einfach sein. Kommt ein Mensch, er will Auto lernen. Nach 3 Stunden soll er fragen dem Chauffeur, dem Lehrer, der Lehrer, Fahrlehrer, danke. Glauben Sie, ich kann später Auto fahren? Wenn er ist ein Ehrlicher, er kann ihm sagen, ganz schnell,
ich bin in großer Zweifel. Wenn er will viel kassieren, 100 Unterricht, er wird sagen, man muss Mühe geben. Du musst dich anstrengen und mit Anstrengen wirst du schaffen. Jetzt. Gott hat gemacht in dieser Welt jeder Mensch mit einem himmlischen Talent. Derjenige, der hat den himmlischen Talent, muss diesen irdischen Talent erwerben, lernen und durch dieses Lernen kann er kontaktieren seine Talent zu seinem Talent. Also im Prinzip gibt es drei Sachen. Seine Talent, Nummer eins. Zweitens, meine Wille, dieses Talent zu lernen. Drei, seine Talent und meine Mühe, dieses Talent zu lernen, mit das zu bemühen. Super. Genau das Richtige. Ich gebe ein Beispiel von einem Musikspieler oder von einem Maler. Es wurde schon im Himmel bestimmt, ob du bist ein Künstler, ein Maler, ein Schuster, ein Lehrer. Jeden guten Lehrer kann dir sagen auf seine Schüler, ob er kann Lehrer werden oder nicht. Und du kannst sagen, nein, 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 kann jeder machen. Nein, nein, nicht jeder kann alles machen. In dem Moment, wo du siehst, dass es gibt Sachen, du hast kein Talent und es zieht dir nicht, du bist nicht ein Herzensweisheit. Wenn ich komme zu technischen Schwierigkeiten, ich habe keine Lust, das zu machen, macht mir keine Freude zu machen und auch wenn habe ich geschafft, ich habe nicht Lust zu machen noch. Also habe ich klare Einweisungen von Himmel, liebe Schlomo, technische Sachen ist nicht dein Talent. Schluss. Ich brauche noch den Kopf zu brechen. Nein. Was gibt es Leute, die wollen 100% probieren, dass es liegt an die Mühe. Liegt an die Mühe bedeutet, ich muss mich noch anstrengen. Es liegt dran, weil ich habe nicht genug angestrengt. Du kannst anstrengen bis morgen. Du hast keine Füße. Obwohl es klingt so hart, wir müssen das einmal verstehen. Solange hast du nicht verstanden, was ist dein Talent, deine Herzensweisheit, egal was hast du gelernt, es wird nicht reinkommen im Herzen. Deshalb, normalerweise Vater und Mutter soll man hören, alles was sie sagen. Aber wo zu lernen? Nicht. Weil in dem Moment, wo deine Eltern zwingen dir, wo zu lernen, du wirst lernen nur als Wisser. Du wirst nicht lernen als Herzensweisheit. Und wann beginnt ein Mensch wirklich zu lernen? Wenn er lernen will. Und wie weiß man, dass eine Wille da? Wille ist, wenn ein Mensch geht an seine Talent, bekommt er Wille. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wie viele Lieder kannst du auswendig singen? Sehr wenige. Welche Lieder kannst du? Die du liebst. Die mit dir verbunden mit irgendeinen Ereignissen, die dir gefallen nach deinem Talent. Die hast du mehrere Mal gehört und die gefallen dir. Kannst du alle Lieder der Welt? Nein. Manchmal, ein Mensch hat vor vielen, vielen Jahren gehört einen Schlager. Hat gehört einen Schlager. Hat vergessen. Es ist 20, 30 Jahre vorbei. Und dann irgendwann sagt er, es war so ein Schlager. Wie heißt dieses Schlager? Alles hat seine Zeit am Leben. Zeit zu leben, Zeit zu sterben. Wie geht diese? Wer singt? Wie geht diese Melodie? Und dann einer sagt dir, diese, ne, 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 ne. Diese, ne, 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 ne. Diese, ne. Woher weißt du nicht? Du kannst doch nicht singen. Aber er kann definieren, das nein. Wir leben in einer Welt, wo die Geheimnis zu wissen, was ist mein Talent und was ist meine Aufgabe, ist die allerschwierigste Sache in dieser Welt zu verstehen. In dem Moment, wo ein Mensch hat das verstanden, hat er Glückgarantie. Wenn ein Mensch weiß genau, was ist seine Aufgabe in dieser Welt, was ist sein Talent, dann liegt das jetzt nur an die Mühe, weil er macht das Richtige sowieso. Dann ist er glücklich in dieser Welt. Was wir wissen in dieser Welt, was soll ich nicht machen? Was ist nicht mein Weg? Was passt mir nicht zu tun? Das kann ein Mensch schon erkennen.
Aber zu erkennen, was ja, diese ja ist sehr schwierig, weil diese ja ändert sich. Manchmal brauchst du Beruf, manchmal brauchst du Familie, manchmal brauchst du Freunde. Jede Sache kommt auf eine andere Sache, die verbunden mit Talent und mit Mühe. Kommt die Tora und sie sagt uns zwei einfache Einweise. Eins, wenn die Sache dir gefällt und du willst mehr davon und du wachst davon und du siehst Erfolg davon, das ist das Richtige. Was brauchst du, was anderes zu suchen? Was ist jetzt das Problem? Manchmal ein Mensch gefunden, kleiner Erfolg in kleinen Bereich und er bleibt nur in diesem kleinen Erfolg, in diesem kleinen Bereich. Dann soll er wissen, sein Talent ist noch nicht richtig entdeckt worden. Er muss arbeiten und wissen, was ist sein Talent und das wird er finden. Vielleicht zum Schluss, weil ich will die Sache durchführen und eine Frage kann die... Danke. Die Gesellschaft hat uns geschafft, einen Einfluss auf unsere Wahl. Weil in die alten Zeiten, der Mensch hat existiert an seiner Existenz und er war automatisch glücklich. Heute hat er seine Existenz, dann sucht er sein Glück. In den alten Zeiten war er nur neidisch auf ein oder zwei Leute. Heute hat er Hunderte zu beneiden, weil er guckt, was die anderen machen. Und er denkt, sie haben Talent, sie machen das leicht, ich will auch. Wieso willst du auch? Weil sie haben, aber es ist nicht dein Bild, es ist nicht dein Talent, es ist nicht du. Du hast deine besondere Sache herauszufinden. Jetzt. Wie soll ich herausfinden, was ist mein Talent? Sagen unsere Weisen fünf Möglichkeiten zu erkennen mein Talent. Eins ist zu wissen, wann bin ich geboren? An welchem Tag? An welchem Monat? An welchem Jahr? Jeden Tag von der Woche zeigt schon auf ein anderes Talent. Klar. Wenn ein Mensch ist geboren am Dienstag zum Beispiel, er hat Neigung, er hat Talent, reich zu sein. Und wenn ein Mensch ist geboren in Monate, wo dort ist die Erde sehr dominant, hat er Neigung zu Faulheit und Traurigkeit, soll er wissen, er muss das überqueren. Und wenn einer ist geboren in Wasser, hat er Genuss und Leidenschaft und so weiter und so fort. Zuerst soll er wissen, seine Datum, seine Planeten. Und wenn seine Planeten ist Mars, zum Beispiel rot, er muss Blut gießen. Es wird ihm nicht helfen. Das ist schon in sein Talent, Blut zu gießen. In seine freie Wahl ist zu entscheiden, soll er sein ein Mörder oder ein Metzger. In seine freie Wahl ist geblieben, ob soll er Menschen stechen oder soll er werden ein Chirurg oder ein Pathologe oder ein Beschneider oder ein Scheuchet oder wie auch immer. Aber wenn einer hat dieses Talent von diesem Ma'adim und er ist ein Lehrer von Kindern, er wird die Kinder blamieren. Und er ist nicht schuldig. Er muss diesen Blut sehen. Es gibt in Israel einen Lehrer, der morgen früh macht er Beschneidung. Dann kommt er in die Klasse ganz ruhig, weil Blut hat er schon gesehen. Aber wenn einer das Blut nicht gesehen, er muss sehen, er muss das sehen. Es wird ihm nicht helfen, weil er ist geboren in diesem Talent und er kann stehen auf dem Kopf und er kann sich bemühen auf tausend andere Sachen, solange hat er nicht in seine Planete gefunden, das was passt zu seinem Talent, er kann sich bemühen bis morgen. Er wird nicht schaffen, er muss das wissen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Soll er wissen nach seinem Namen, warum heißt er so? Dieser Name ist von deinen Eltern, ist eine Prophezeiung, das ist deine Omen, das ist deine Idee. Frag deine Eltern, warum heiße ich so? Wer war der Mensch, dass ich bin nach ihm genannt? Was ist die Bedeutung von meinem Namen? Recherchiere andere Menschen, die haben dieselben Namen. Wenn einer heißt Schlomo, soll er fragen seine Eltern, nach wem bin ich genannt? Ah, nach meinem Urgroßvater? Dann muss ich recherchieren, wer war er? Um von ihm zu lernen, welche Sachen hat er gut gemacht. Und wenn ich lese über ihn und forsche über ihn, dass er war verantwortungsbewusst
Und er war viele gute Talente. Ich sage, ups, ich muss das auch machen. Besser, ich sehe viele Ähnlichkeiten. Bravo, das sind die zweite Sache im Namen. Dritte Sache, was ein Mensch muss herausfinden, von ihm, von drei Freunden zu fragen, was ist sein Talent. Allein ein Mensch denkt, er hat ein Talent für etwas. Er glaubt, er kann singen. Und er kommt zu seinem Freund und sagt, sag mir bitte meine drei Talenten. Er sagt ihm, ja, du kannst gut kochen, du kannst gut Auto fahren und du kannst sehr gut Schnäppchen finden. Und was ist mit Singen? Singen. Und niemand von den drei hat ihm nicht gesagt, dass er hat Talent zu singen. Dann soll er seine Träume vom Singen, Liebe, beseitigen auf der nächsten Runde. Aber hier in dieser Welt, das ist nicht sein Talent, zu singen. Und normale Freunde werden die Wahrheit sagen, für welche drei Sachen ist dein Talent? Das ist die dritte Sache. Vierte Sache. Der Mensch soll spüren, wo ist er angezogen. Was will er machen und was will er nicht machen. Wenn er will reisen in die ganze Welt und er hat Talent zu reisen in die ganze Welt, soll er lernen Sprachen, soll er werden Guide, soll er werden Buschauffeur, soll er machen in diesem Bereich das, was sein Talent. Du willst Welt sehen, kein Problem, mach etwas, wo man sieht die Welt. Wer ein Kapitän, weiß ich nicht. Guck, wo du bist begeistert. Jeden Mensch ist begeistert von etwas anderes. Jeden Mensch etwas anderes zieht ihm. Und fünfte Sache und das Allerwichtigste, und das lernen wir heute, ist Weisheit im Herzen zu erwerben, um zu erkennen selbst alles, was ist mein Talent. Also wir haben schon fünf Möglichkeiten, fünf Gänge. Erste Datum, zweite Namen, dritte Freunde. Vierte hingezogen. Also einer spürt, er unterrichtet gerne. Macht ihm Freude. Gib ihm in seine Rente nur zu unterrichten. Und auch in seiner Arbeit. Nur, er will das. Super, soll er das machen. Fünften soll er lernen, insbesondere Torah. Und die Torah wird ihm sagen, was ist sein Talent und wo soll er sich bemühen. Wenn er will wirklich fokussieren, soll er gucken, welcher Abschnitt von Torah war, wenn er ist geboren. Und dann in diesem Abschnitt, wo er ist geboren, sind Hinweise für sein Leben. Jetzt gucken wir. Der war hier in unserem Abschnitt Herzensweisheit, das war Bezalel. Bezalel war der Sohn von Hur, der Sohn von Miriam. Also, Bezalel ist ein großer Neffe von Moses. Und deshalb, Bezalel wusste immer, den Talent auch zu bemühen und auch wirklich durchzusetzen. Weiter, Zitat 2, bitteschön. Ewiger, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Ja. Der Baal Shem Tov hat gesagt, das Wort Gottes ist die ganze Zeit über unsere Welt und sie belebt unser Leben von Himmel nach Erde. Und wenn ein Mensch glaubt an Gott, je mehr sein Vertrauen an Gott ist größer, seine Mühe ist wenig bedürftig. Der Baal Shem Tov ist einmal gegangen und er hat nur geklopft und er ist weggegangen. Und hat man ihm alles gebracht, was er will. Hat man ihn gefragt, warum haben sie nicht gewartet? Sagt er, ihr seht, es hat gereicht, klopfen. Es gibt Menschen, die glauben nicht an Hashem, dann müssen sie alles alleine machen. Bitte schön, mach. Glaubst nicht, mach. Du glaubst 100%, das liegt an dir. Bitte schön, mach 100%. Glaubst du 10%, mach 90%. Glaubst du 20%, mach 80%. Und jeder Mensch, und deshalb haben wir begonnen, es gibt drei Kategorien von Mühe. Erste Kategorie von Mühe ist verbotene Mühe. Verbotene Mühe bedeutet, auf dem anderen zu treten, zu machen kurze Wege, zu machen etwas, was nicht ganz koscher. Jeder Mensch, der macht in dieser Welt verbotene Mühe, soll er wissen, er wird das bezahlen. Gott hat einen langen Atem.
ganz lange Atem. Und wenn in einem Bereich es hat dir gelungen, später wird kommen noch Bereiche. Und wenn du willst wissen, was ist deine innere, originale Wahrheit, das, was du willst, deine Kinder sagen, zu tun. Und das, was du bist nicht mutig, deine Kinder zu sagen, zu tun, das ist nicht koscher. Und du willst nicht, soll dein Kind etwas tun, dann mach das auch nicht selbst. Deshalb, das ist verbotene Mühe. Erlaubte Mühe ist, wie viel ein Mensch will. Gibt es Leute, die bemühen sich ohne Ende. Was kann sein falsch in dieser Mühe? Was kann sein falsch? In dieser Mühe kann sein falsch, das ist nicht dein Talent. Ein Mensch kann jahrelang Mühe geben, in die Neutral. Gas, 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 aber das Auto bewegt nicht. Weil er ist in Neutral. Er macht Vollgas, verschwendet Energie, gib noch Gas, gib noch Gas. Es gibt. Bis morgen, es geht nicht. Wieso? Weil er macht nicht das Richtige. In dem Moment, wo du nimmst Kerne und du legst die Kerne in die Erde, es muss drei Sachen sein. Es muss gute Erde sein, gute Kerne sein und gute Zeit sein. In dem Moment, wenn du dich bemüht, in die richtige Zeit, die richtige Kerne in die Erde, was passiert später? Später passiert Wunder. Wie heißt diese Wunder? Diese Wunder heißt, dass Kerne, die faul sind, plötzlich kommen raus frisch. Und sie bringen Brot, habt ihr bemerkt? Und deshalb sagen wir dreimal jeden Tag beim Gebet, der gibt die Leute Leben mit Gnade, er wird die Leute aufstehen mit großer Barmherzigkeit. Was hat zu tun unser Lebensunterhalt, dass die Leute werden aufstehen? Wenn du siehst eine Leiche in die Erde und du siehst, wie sie zerfetzt, glaubst du, dass sie wird einen Tag beleben? Glaubst du nicht? Du siehst real, sie ist tot. Kommt die Tora und sie sagt, dass die Weizen wachsen, wenn die sind tot. Bist du überzeugt? Wieso? Das habe ich gesehen. Mehrere Mal. Mehrere Mal war dieser Ritual. Und deshalb, was haben wir begonnen? Das, was der Mensch hat mehrere Mal gesehen, das glaubt er, das ist Natur. Aber was passiert, wenn kommt zu uns in die Synagoge ein Mann, wo hat man ihm geschnitten eine Lunge und er kommt, Gott behüte, mit einer Maschine mit Sauerstoff. Jeden Tag, wo er lebt jetzt, ist diesen Tag jetzt Natur oder Wunder? Wunder. Interessant, wieso Wunder? Schon 2 Jahre geht er mit dieser Maschine. Jeden Tag Wunder? Ich glaube, die Wunder ist schon vorbei. Die Wunder ist nicht vorbei? Es ist jeden Tag Wunder. Es ist jeden Tag Wunder, aber bei ihm sagen wir, das ist Wunder. Und bei uns Natur. Natur. Wer sieht an das, was er lebt, Wunder? Sieht nicht. Er hat gestern geschlafen und vorgestern geschlafen und es ist Natur. Aber in dem Moment, wo ein Mensch, Gott behüte, kann nicht mehr schlafen und dann plötzlich gibt es eine Wunde und er schläft, denn er wird verstehen, dass nur wenn er bricht diesen Vorhang, diesen Mauer von Natur, nur dann kann er bekommen Hilfe vom Übernatur zu seiner Natur. Ich wiederhole, es gibt einen Vorhang. Dieser Vorhang ist in dieser Welt. Gott hat das so gemacht, dass alles ist hier in diesem Quadrat. Willst du so ein Wunder passieren, musst du den Vorhang beseitigen, an Gott wenden, er wird dir Blicken schicken und diejenigen, die sind schon geübt, Wunder zu sehen, sie werden mehrere Mal Wunder bekommen. Jetzt, wie bekommt man Wunder und Herzensweisheit? 3 Möglichkeiten, Wunder zu bekommen. 1, durch Beten. Beten bewirkt eine Wunder. Ist Beten normal oder nicht normal? Nicht normal. Normaler Mensch betet nicht. Normaler Mensch geht zum Doktor. Normaler Mensch geht zum Apotheke. Normaler Mensch geht arbeiten. Normaler Mensch macht alles in der Natur. Und er lacht sich tot von denjenigen, die beten. Was betest du? Geh lieber arbeiten. Geh lieber und mach was Praktisches.
kommt die Tora und sie sagt, du verstehst nicht. Du brauchst, Gott hat gemacht, dass seine Wunder kommt in der Natur. Und du musst diese natürlichen Sachen tun, du musst dich bemühen, die gewünschte Mühe zu machen, nicht die verbotene Mühe, nicht die erlaubte Mühe, die gewünschte Mühe, wo du glaubst, ich habe meins gemacht, ich habe mich bemüht. Mehr kannst du nicht. Ab diesem Moment, wo du kannst nicht, ab diesem Moment beginn zu beten. Ich gebe ein Beispiel, der Bauer. Der Bauer hat sich Mühe gegeben. Er nimmt die richtige Zeit, die richtige Saison, er grübt die Erde, er legt die Kerne. Die Kerne sind schon drinnen. Was ist jetzt geblieben? Was ist jetzt geblieben? Augen nach oben zu blicken und sagen, du Schöpfer, Chef vom Regen, bitte, Regen, Sonne, damit soll meine Kerne wachsen. Was passiert aber, wenn er steht neben die Kerne und er macht sich Sorgen über die Kerne? Und er will gucken, was ist wirklich mit den Kernen passiert. Die ganze Zeit will er beobachten, zu sehen, was mit den Kernen passiert. Und er bohrt und er guckt, was ist jetzt mit den Kernen. Wächst ihm etwas oder nicht? Warum nicht? Weil er hat seine Mühe, alles kaputt gemacht. Lass manchmal Gott seine Mühe zu machen. Was brauchst du die ganze Zeit prüfen, kontrollieren, Mühe geben? Was brauchst du? Wo ist dein Leben außer dieser Mühe? Diese Mühe ist keine Belohnung, diese Mühe ist eine Strafe. Leute glauben, dass diese Mühe in dieser Welt alles zu tun, ist eine Belohnung. Nein, diese Mühe ist einen bestimmten Zoll, das wir müssen an Gott bezahlen. Und in dem Moment, wenn wir tun diese Aufgabe und diese Mühe, es wird uns schon dem ganzen Schiff voll mit Container freigelassen. Aber du musst diese Gebühr bezahlen, diese Mühe geben. Alles, was du tust über die Mühe, zeigt, dass du glaubst nicht an ihn. Und was passiert, wenn einer hat verbotene Mühe? Er hat eine verbotene Mühe. Er hat etwas gemacht, nicht ganz koscher, und hat verdient. Was glaubt er von diesen nicht guten Mühe? Er wird gutes Leben haben? Nein. Weil in seiner Energie ist etwas jetzt nicht gut. Jetzt, wenn Gott will, soll man ihn bauen, einen Tempel. Was braucht er? Er braucht nicht Arbeiter, er braucht nicht Architekten, er braucht nicht gute Schneider, er braucht Herzensweisheit. Leute, die haben Talent und die sind bereit, mit diesem Talent Mühe zu geben. In dem Moment, wo du hast nur Talent ohne Mühe, nicht gut. Mühe ohne Talent, nicht gut. Talent und Mühe, sehr gut. Und es gibt ein Pasuk. Yagati velo matzati, wenn ein Mensch hat Mühe gegeben und es ist nicht Erfolg, glaube ihm nicht. Warum glaube ihm nicht? Weil er ist nicht der richtige Talent. Was passiert, wenn ein Mensch hat gefunden, Talent, ohne Mühe? Glaube ihm auch nicht. Es ist kurzfristig, es wird vorbeigehen. Es gibt so manchmal Kinder, die sind so Wunderkinder. Man sagt, die Wunder ist weg, das Kind ist geblieben. Also er war Kind, war Wundersänger. Er ist gewachsen, Wunder ist weg, Kind geblieben. Alles was Wunder, geht schnell weg. Wunder und Talent, Mühe und Talent, das ist das einzige Existenz, was bleibt für ewig, für dich, für immer. Und dann lebst du in dieser Welt richtig überzeugt. Weiter, wir gehen an die Fragen. Bitte schön. Der 3. Da haben wir gelesen am Anfang, die erste. Halli, bitte schön. In welche zwei Wegen führt Gott seine Welt? Natur und Wunder. Natur und Wunder. Natur ist die regelmäßige Gesetze, Naturwissenschaft. Wunder ist Glaubewissenschaft. Und wenn ein Mensch in seiner Naturwissenschaft alle sagen, wow, Forscher, ein Forscher. Respekt, ein Professor. Er hat gelernt Physik. Was ist Physik? Er weiß jeden Symptom, was ist die Ursache. Und wenn man macht 3 und 2, passiert 5. Aber wenn 2 und 3 passiert 5, er kann wissen die Ergebnisse. Aber warum ist die Ergebnis so?
soll er mir bitte erklären, wieso eine Henne gibt Eier. Henne, wieso legt sie jeden Tag Ei? Kann mir das jemand erklären? Wieso legt sie Eier? Natur, jahrelang macht sie Eier schon. Es ist nichts Neues. Aber jemand hat das registriert, soll die Henne, soll legen Eier. Und diesen Ursache ist Gott, dass er hat die Henne gegeben, hier in dieser Welt. Und alle Tiere, was er hat gemacht, sollen wir von diesen Tieren lernen. Von jedem Tier. Von der Henne sollen wir lernen, sie sitzt 21 Tage auf ihren Eiern und zum Schluss kommt die Küken. Was will uns Gott sagen? Wenn du willst erfolgreich haben am Leben, mach die Sachen bis Ende, kontinuierlich. Am 13. Tag vom Sitzen auf der Henne, sie kann nicht sagen, ja, heute gehe ich shoppen. Ich habe keine Lust, heute zu sitzen auf die Eier. Du hast keine Lust zu sitzen auf die Eier, es wird sein Omelette, keine Küken. Also Sachen muss man bis Ende machen. Bis wann soll man sitzen auf den Kindern? Bis 21. Nach 21 lass die Kinder in Ruhe. Die Kinder sollen bis 21 unter deine Flügel und so weiter. In jeder Sache gibt es in Torah Gedanken. Wieso? Wieso gerade Henne? Was hat man von ihr zu lernen? Es ist nicht umsonst alles. Und die Idee ist, zu machen von dieser Natur Wunder und interessant. Und das habe ich besser verstanden. Steht geschrieben, was passiert, wenn jemand glaubt nicht an Gott. Wenn jemand glaubt nicht und er fragt euch, was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn ich nicht glaube? Ich gebe euch einen Tipp. Soll ein Unternehmen reisen? Weltreise. Und am liebsten Weltreise nicht von Menschen, von Naturschönheit, Fjorden, Berge, Wüste, Meeren, soll er tauchen, soll er machen, so irgendwo in eine schöne Insel, ein Tauchenkurs. Und soll er gucken, Millionen von Fischen. Und soll er sagen, diese Fische ist Natur. Bitte schön, soll er sagen. Aber irgendwann er wird sehen, so viel Harmonie und so viele schöne Sachen, dass Gott hat uns gemacht in dieser Welt als Wunder, obwohl wir das überhaupt nicht brauchen. Zum Beispiel Blumen. Wieso hat Hashem gemacht so viele Sorten Blumen? Weil er ist ein Gentleman. Er ist großzügig. Er macht seine Welt vielfarbig. Er sagt, ich gebe dir nicht nur das, was du brauchst. Ich gebe dir auch Feinheiten, Bonbons, Dekoration, Ästhetik, Schönheit. Nicht nur das, was du willst, nur für deinen Körper. Es gibt auch Talent. Und in dem Moment, wo du hast Talent, Blumen zu bündeln, das ist deine Freude. Mach einen Kurs. Was wartest du? Das macht dir Freude. Mach diesen Kurs. Was machst du noch? Einen Kurs von Bank? Bank ist nicht dein Talent. Nein, aber in Bank verdient man mehr. Wie lang? Wenn du und diejenige, die nicht... wenn jemand ist zu euch böse am Arbeit, sollt ihr wissen, es kommt von Ängste, weil er hat nicht die richtigen Talent für diesen Job. Er liebt nicht diesen Job. Deshalb ist er wütend und aggressiv auf dem anderen Kollegen. Ich sage euch jetzt Geheimnis, die wird euch helfen in eurem Beruf. Wenn jemand in eurem Beruf ist bisschen ein Verbissener, ein Bissiger, ein Ängstiger und er stört die andere, es liegt, das ist nicht sein Talent. Er ist da, weil seine Eltern haben ihn gezwungen, weil die Umgebung hat ihm geschickt, Jurist zu werden, dass seine Oma hat finanziert seine Medizin, seine Tante hat ihm gesagt, so.